Wo ist mein Aluhut? Ich habe meinen Aluhut gerade nicht parat. Es muss auch hier irgendwo sein. Ich meine, wenn es dann auch noch um Michael Wendler geht, brauche ich eigentlich auch noch gleich Ohrenschützer. Ich meine, warum ignorieren wir solche Idioten nicht einfach? Jedenfalls, die diesjährige Staffel von Deutschland sucht den Superstar dürfte wohl als die bizarrste in der TV-Geschichte eingehen. Die Castings der Musikshow Deutschland sucht den Superstar, bei der Michael Wendler Jurymitglied war, wurden bereits im Sommer vergangenen Jahres aufgezeichnet. Nachdem Michael Wendler eines Tages die Raufasertapete seines Zimmers entschlüsselte und die daraus gewonnenen kruden Verschwörungstheorien dann jedoch nicht für sich selbst behalten konnte, wurde die Zusammenarbeit von RTL mit dem Schlager-Titan Nick im Herbst 2020 frühzeitig beendet. RTL ging so klar auf Distanz mit dem Wendler wie sonst nur zum Niveau im Nachmittagsprogramm. Man entschied sich aber zunächst dafür, die zum damaligen Zeitpunkt bereits aufgezeichneten Folgen mit dem Wendler auszustrahlen. Etwas, was ich schon ein wenig kritisch sehe, da man solchen Leuten einfach keine Bühne geben sollte. Nun ist das Weinfass aber übergelaufen. Denn nach seinen neuesten Schwurbeleien und Vergleiche mit einem KZ Deutschland, die zeigen, dass Wendler nun endgültig von allen Geistern verlassen ist, handelt RTL nun und schneidet Michael Wendler nun komplett aus den bereits fertig produzierten Folgen der Castingshow. Mir tun die armen RTL-Praktikanten jetzt schon leid. Ich klatsche vom Balkon für euch. Macht ihr ganz toll. Ich hätte den Wendler zwar von Anfang an nicht in die Schule gesetzt, denn was dieser Sänger schon alleine davor an einer Kopf-Klirmis-Kulak-Musik verbreitete, war ja nicht auszuhalten. Aber ich finde diesen Schritt sehr wichtig, denn wer Entgleisungen wie KZ Deutschland von sich gibt, hat nichts, aber auch gar nichts im Abendprogramm zu suchen, sondern eher in einer Schulklasse, um mal die Geschichte wieder aufzufrischen, die man mal hat. Ne? Der Kompostkomponist Wendler ruderte zwar zurück und sagte, KZ steht natürlich für Krisenzentrum. Come on, really? Welch ein Hohn für all die Menschen, die in Konzentrationslagern ermordet wurden oder in den Folgen der Zustände und Handlungen dort verstorben sind. In welcher Welt steht die Abkürzung KZ für Krisenzentrum? Ach ja, in der dummen Egalwelt. Habe ich irgendwas verpasst oder ist Holocaust verharmlosen seit Corona ein neuer Trend? Und wie sollen Menschen das mit den 15 Kilometern verstehen, wenn sie schon so offensichtlich an den nötigen 1,5 Metern gescheitert sind? RTL kommentierte das Ganze wie folgt. Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste. In Zeiten, in denen es darum geht, durch gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt gemeinsam eine schwere Krise zu bewältigen, wird RTL mit einer Unterhaltungsshow nicht die Bühne für Menschen sein, die ihrerseits Spaltung und Verharmlosung propagieren. So zumindest Georg Graf, Geschäftsführer des Senders RTL. Dadurch kann es natürlich jetzt für den Zuschauer selber für sichtbare, dramaturgische Lücken in der Sendung kommen. Aber egal! Ab Samstag, den 9. Januar, geht DSDS also endlich ohne Michael Wendler weiter. Und ich bin wirklich froh drum, denn diese ganze Aufregung um den Auftritt von diesem pleiten Posaunenpupser bei DSDS verschafft ihm und seinen kruden Verschwörungsmythen noch mehr Aufmerksamkeit. Deswegen hoffe ich, dass da jetzt wirklich endlich Ruhe einkehrt. Der Wendler ist die unwichtigste Person auf diesem Planeten. Mir ist es rätselhaft, wie man den überhaupt auf Instagram folgen kann, geschweige denn mit ihm einen Vertrag abschließen kann. Lass den doch bitte in Florida oder in der Anstalt oder im Kindergarten mit seinen Freundinnen und gut ist. Auch für mich, denn das war definitiv das letzte Wendler-Video hier auf diesem Kanal. Da werdet ihr sowieso auch bei Drama Detective oder Da Vinci Talks besser beraten, sind bei mir auch in der Beschreibung verlinkt. In diesem Sinne, ich bedanke mich für jegliche Aufmerksamkeit. Abonniert gerne diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen, was auf eurem Screen so läuft. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer ungeschminkter Blackscreen. Broadcast yourself. Und broadcast together. Stimmt, das war's. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ach, Gottes Willen, ich sollte mal nicht so lange ausschlafen. Das macht einen Kitty-Kitty. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, ciao.